Ein waschechter Kinoheld, aber nicht auf, sondern vor der Leinwand. Wolfgang Kraus von der Kinowerkstatt in St. Ingbert nimmt viele Rollen ein. Vorführer, Ticketverkäufer, Barkeeper und Moderator. Test, funktioniert. Los geht es aber deutlich weniger actionreich. Mit der Vorbereitung für einen Sektempfang am Abend. Also wir haben heute einen besonderen Gast hier in der Kinowerkstatt, den Bestsellerautor Eugen Ruge, der das Buch geschrieben hat In Zeiten des abnehmenden Lichtes. Passend dazu zeigt Kraus den gleichnamigen Film, der auf dessen Buch basiert und vergangenes Jahr ins Kino kam. Dafür sind noch einige Vorbereitungen nötig. Das machen wir also öfter, dass wir ein Buffet auch aufbauen und das hat den Effekt, dass die Zuschauer nachher auch miteinander ins Gespräch kommen. Und ich denke, das ist auch ein Ziel eines kommunalen Kinos, diese Art der Kommunikation zu pflegen. Die roten Klappsitze kennt man aus anderen Kinos, die bemalten Wände sind eher ungewöhnlich. Die Kinowerkstatt liegt im Gebäude des St. Ingberter Jugendzentrums. Vor 40 Jahren hat alles angefangen. In St. Ingbert gab es also kein Angebot an deutschen Filmen. Fassbinder, Wenders, Herzog und sowas war undenkbar. Es gab eigentlich nur das Mainstream-Kino, also das Hauptkino, in dem halt die Hauptfilme, amerikanische Filme liefen. Wenn er nicht gerade im Kinosaal Filme präsentiert, pflegt Kraus die Internetseite und plant das Programm für die kommende Woche. Dabei ist ihm wichtig, auch auf Wünsche der Besucher einzugehen. Ich bin also regelmäßig auch hier an der Kasse und lerne die Zuschauer kennen. Und es wird auch wirklich, das finde ich auch sehr schön, angenommen, dass sie auch selber Filmvorschläge machen. Die Kinowerkstatt ist eigentlich ein Verein. Er wird gefördert durch die Stadt St. Ingbert und den Saarpfalz-Kreis. Das ermöglicht Wolfgang Kraus, auch Filme zu zeigen, die ein kleineres Publikum ansprechen. Es ist natürlich wie bei allen kulturellen Angeboten, dass sich im Grunde nur 8% der Bevölkerung überhaupt für Kultur interessieren. Und ich denke, mit diesen 8%, also das sind sehr engagierte Leute, kommen wir ganz gut hin. Für diese kulturelle Arbeit hat die Kinowerkstatt 2016 einen Preis des Kinemathekenverbundes erhalten, mit dem vor allem die Filmauswahl ausgezeichnet wird. Langsam treffen die ersten Gäste ein. Das ist aber wirklich nett bei Ihnen. Ich war es noch nie hier gewesen. Wo kommen Sie her? Aus Saarbrücken. Aus Saarbrücken. Oh, ich glaube, wir kommen öfter, das gefällt mir. Tun Sie das. Also wir haben natürlich ein Stammpublikum, das ist klar. Die schon Jahre eigentlich mit dem Kino auch groß geworden sind. Also das gibt es. Aber wie gesagt, bei solchen Ereignissen kommen eben auch noch andere Zuschauer. Und das ist auch ganz wichtig, denke ich. Der Andrang an diesem Abend ist groß, das Kino ausverkauft. Aber dank ein paar zusätzlichen Holzstühlen schafft es der ein oder andere doch noch rein. Und der heutige Film lockt ganz unterschiedliche Zuschauer an. Ich mache jetzt nächstes Jahr Abi und das Buch ist ja Abi-relevant. Und dann wollte ich mir einfach mal den Film angucken und der Autor kommt ja auch. Und dann kann man Fragen stellen. Ich denke, das ist sehr bereichernd. Ich komme schon viele, viele Jahre ganz regelmäßig hierher, weil ich das sehr schätze, was Wolfgang hier für Filme zeigt. Schönen guten Abend. Toll, dass so viele gekommen sind. Und auch der Ehrengast des heutigen Abends fühlt sich in der Kinowerkstatt wohl. Es sieht einfach nicht so aus wie ein Kino, wo man große, dicke, kommerzielle Filme spielt, nicht? Sondern irgendwie familiär, nicht? Als ob das jemand betreibt, der Filme liebt, der gute Filme liebt. Eigentlich hat Kraus einst Psychologie in Saarbrücken studiert. In die Kinowelt ist er so reingerutscht. Heute kann er sich nichts anderes mehr vorstellen. Ja, es ist inzwischen zum Lebensinhalt geworden halt. Also ich besuche Festivals, ich suche Filme aus. Ich freue mich, wenn die Zuschauer die Auswahl schätzen nachher, wenn sie auch Rückmeldungen geben und so weiter. Also es ist ein, denke ich, ein wichtiger Punkt inzwischen geworden in meinem Leben.
Oft ist erst um Mitternacht der Arbeitstag von Wolfgang Kraus vorbei. Und nach dem letzten Film dürfen auch die anderen Bewohner des Jugendzentrums in St. Ingbert nochmal richtig Krach machen.